Meine lieben Freizeit-Zombies bzw. Geisterpiraten, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zur neuen Folge von Brujo Island. So, und ich habe jetzt mich ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen rumgekämpft und habe einen Tipp bekommen, dass dieser gute Greenbeard wirklich, hatte ja auch der Typ am Anfang gesagt, nur begrenztes Repertoire an Kombinationen hat. Und zwar sind das drei in der Zahl. Das bedeutet, ich habe mir die auch mal aufgeschrieben, wie die jetzt so ausfallen können. Das bedeutet nun, wir gehen jetzt mal auf, wir wissen ja, was besiegt. Das haben wir ja mittlerweile mitgekriegt in der letzten Folge. Und deswegen werde ich jetzt mal probieren, also mal ein bisschen rumzufechten. Ne? Und dann gucken wir mal. Wir nehmen mal den, dann den und dann nochmal den. Mal gucken, was passiert. Okay. Oh. Nicht schlecht, Fräulein. So, theoretisch müsste es jetzt wieder von vorn losgehen. Das heißt, da müsste ich jetzt erstmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den nehmen, dann kommt genau nämlich der, den besiegt man, glaube ich, mit dem und dann kommt der Schräge und den besiegt man, glaube ich, mit dem. Ich weiß nicht, wir gucken mal. Genau, das heißt, das funktioniert, dann müsst ihr jetzt wieder in eine neue Kombination kommen. Für ein schwaches Weib. Genau, so, jetzt kommt wahrscheinlich dann die, das heißt, den besiege ich, warte mal. Das war, glaube ich, damit. Den besiege ich dann damit. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal den machen. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, liebe Leute. Au! Nein, das war falsch. Oh. Oh. Fast hattest du mich, okay. Schätzchen. Okay. So, dann nehmen wir jetzt mal den, dann den, dann, glaube ich, den, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Der ist dafür, dass du mich umgebracht hast. Der ist dafür, dass du mein Schiff gestohlen hast. Der ist dafür, dass du meinen Geliebten gekidnappt hast. Okay, liebe Leute, das scheint also richtig gewesen zu sein. Das war doch relativ einfach. Oh, wir sind wieder bei Jelly Belly. Das bedeutet, wir hat tatsächlich nur mal drei Sachen drauf gemacht und hat die immer wiederholt. Und Jelly, mein Freund, ich bin froh, dass wir mal wieder zusammen hier was unternehmen können. Ach, das ist der Eingang zu den Minen der toten Körper. Kommt mir vor, als ob es schon 1 Million Jahre her ist, dass ich unsere Körper von diesem Ort gerettet habe. Jetzt muss ich da rein und ein paar Seelen retten. Okay, aber das ist wieder eine Salzlinie. Gut, er ist ja kein Geist, müsste die theoretisch nehmen können. Au! Vermaledeites Salz! Wieso? Du bist doch gar kein Geist, das verstehe ich nicht. Liebe Leute, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Haben wir irgendwas im Inventar? Nein, haben wir nicht. Wuchu-Vogeltränke. Aber der ist doch kein Geist. Wieso hat der Angst vor Salz? Eine furchteinflößende Wuchu-Vogeltränke, um diese widerlichen, fleischfressenden Tauben zu beruhigen. Fleischfressende Tauben? Das sieht wirklich schwer aus. Können wir alle mal kurz innehalten, damit ich ein halbes Stündchen schlafen kann? Komm schon, Bluebelly. Das ist deine letzte Mission. Tu es für mich. Wie viele Männer sind darauf schon reingefallen? Wow! Okay, das Salz wurde weggewaschen. Super. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum der jetzt gerade aktuell Angst vor dem Salz hat. Er ist weder Voodoo noch Zombie noch irgendwas, aber egal, Karl. So, dann würde ich sagen, Skelett, gucken wir uns mal alles an hier, ganz in Ruhe alles angucken, wie das so meine Art ist. Früher hatte ich immer Angst vor Voodoo. Ich frage mich, ob ich wohl unsere Kneipe so dekorieren dürfte. Ich glaube, das ist die Loa der Drei-Kugeln-Eiscreme. Die Loa der Drei-Kugeln-Eiscreme? Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Tür auf, wenn das geht, ne? Liebe Leute. Der kleine Dickmops. Kriegst du sie auf? Nicht nach all dem.
aufmachen! Simbi hat den Eingang blockiert, aber an eine Sache hat sie nicht gedacht. An welche? An gewitzte Geisterpiraten. Ah. Gut, jetzt ist ein Geist, jetzt hätte ich das verstanden mit dem Salz, allerdings vorher nicht. Tut mir leid, lieber Freund, da ist ein logischer Fehler drin und, naja, egal, wir sind auf jeden Fall drin, rein in den Bums, coole Nummer, das und, Okay, da waren wir in der Tat schon mal, da kann ich mich dran erinnern, hier war die Schaufel, glaube ich, drin. Und, ja, gehen wir mal in den Tunnel, ne? Mal gucken, sind wir auf allen Gefilden hier, hier kennen wir uns aus, ne? Wo kommen wir jetzt außer zum schwarzen Bildschirm? So, können wir da wieder was nehmen, ne? Okay. Ja, geht's in die Apotheke? Da waren wir ja auch schon mal, ne? Dass das hier alles wieder nochmal endet, hätte ich ja nicht gedacht, aber... Gut, gehen wir in die Apotheke, ne? Waren wir schon mal, kennen wir uns aus, ist eine gute Sache, das. So, komm, Jelly Belly, ne? Die Zimbi dürfte ja nicht hier sein, ne? Da ist die Kiste mit den Seelen von Simbis Armee. Die Kiste, die dieser riesige Zombie mit dem größten Schwert, das ich je gesehen habe, mit sich rumträgt? Ja, besiege ihn und zerstöre die Kiste. Jane, du bist doch so eine tapfere kleine Maid, ne? Ich kann diesen Riesen niemals besiegen. Ich werde sterben. Gib nicht auf. Du hast Menschen um dich, die dich lieben. Tust du's? Du hast eine Schwester, eine Mutter und einen Vater. Du hast eine Familie, du undankbarer Hund. Ich habe nichts. Du... Blue, tu mir das nicht an. Papa Doc und du, ihr seid meine einzigen Freunde. Wage es nicht zu sterben. Sorry. Halt die Klappe. Was siehst du? Okay, guck mal hier. Wutschwälzer, gucken wir uns mal an da. Das ist Simbis Buch der Seelen, geschrieben in dieser merkwürdigen Wuchu-Sprache. Okay, die dürfte ja Papa Doc normalerweise beherrschen, ne? Das ist Simbis Buch der Seelen. Auf der linken Seite hat sie die Initialen jeder Seele und jedes Tranks notiert, die sie in Flaschen abgefüllt hat. Auf der rechten Seite ist das Symbol der Flasche abgebildet. Großartig! Dann schmeiße ich einfach alle Flaschen zusammen und befreie alles, was dort drin ist. Wag es nicht, einfach alles zu zerbrechen. Erst musst du prüfen, wofür die Initialen stehen. Sonst könntest du uns alle töten. Okay, hab's kapiert. Ich nicht. Mein Gott, jetzt ist es wieder so ein Verwaltungsquatsch. Wenn ich den Namen des Zombies wüsste, könnte ich seine Initialen im Buch der Seelen finden. Ja, dann gucken wir uns den Knaben mal an, ne? Hat da vielleicht ein paar Initialen irgendwo drin? Das ist der größte Zombie aller Zeiten. Er trägt die Kiste mit den Seelen. Wenn ich die Kiste zerstöre, kann ich die Zombie-Armee stoppen. Sogar einhändig. Ich komme aber nicht dran. Ne? Gib mir das! Nein! Okay. War sonst noch irgendwas? Früher war der früher mit den Büchern der Trick, aber ich glaube, der funktioniert hier nicht mehr. Können wir das Ding mitnehmen? Dies ist das Letzte, was Simbi verfasst hat. Könnte wichtig sein. Mhm. Hat er das eingesagt? Nee, nur so, okay. Hier, das ist. Die Voodoo-Puppe will sie auch nicht, will er auch nicht. Gehen wir hier nochmal in die Schlammgrube. Ich habe so ziemlich alles zerstört, als ich unsere Körper gerettet habe. Ja, geh mal rein, ich will gucken, wie das aussieht. Ich habe so ziemlich alles zerstört, als ich unsere Körper gerettet habe. Papa Doc. Doc? Was war das nochmal für ein Spruch, mit dem man Zombies herumjagen konnte? Der war nur für unvorbereitete Leichen. Der hier ist noch quick lebendig. Mhm. Agentin Starling? Ich weiß es nicht, aber probier es einfach weiter. Funktionier schon, du Blödes! Ach, das hat doch keinen Zweck. Hat er denn irgendwo hier so ein paar irgendwie Initialen oder so stehen? Was ist Wuchu-Altar? Der Wuchu-Altar von Queen Simbi. Sie hält ihn sehr sauber. Mhm. Okay. Da will er nicht mehr hin, das Ding kann ich nicht angucken. Sprechen will er ja mit dem wahrscheinlich auch nicht. Hey, du! Er kann mich nicht hören. Ich bin ein Geist. Ich muss an meinen Körper rankommen, damit er mich hören kann. Dann bringe ich ihn dazu, seinen Namen zu sagen und komme so an seine Initialen.
Das klingt nach einem guten Plan. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach vorne. Das ist, ich weiß auch nicht, warum der da. Da müssen wir irgendwie die Tür aufkriegen, ne? Vermute ich mal. Ne? Das ist. Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Dann gehen wir mal zum Tunneleingang, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie die Tür aufkriegen. Komm hier, schwarze Bildschirm, kennen wir schon. Den brauchen wir nicht. Machen wir jetzt so. Oh, ein öliges Tumpen, ja. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Genau, man muss nehmen, was man kriegen kann. So, okay. Was haben wir sonst noch? Irgendwas? Das ist die Fackel, können wir die jetzt... Ich habe keine Zeit, um sie loszubinden. Na gut, pass mal auf, dann würde ich sagen, Lappen und das ist klingt doch irgendwie gut. Okay. Vielleicht kann ich die Tür abfackeln. Ja, der Rauch zieht in eine bestimmte Richtung. Okay. Okay, da war gerade ein Friedhof. Ach so, da geht's einfach nur wieder raus. Moment, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ah. Rauchender Spalt. Rauch von dem Feuer, das von unten kommt. Ein Spalt zu den Tunneln hat sich gebildet. Ein Spalt zu den Tunneln? Ui! Spalt, öffne dich! Feuer! Sofort alle raus hier! Und lass die Tür offen! Danke! Ich glaube, das hilft irgendwie nicht viel. Können wir denn die vielleicht umkippen oder so? Dann wird das Ding irgendwie zu sehr... Oh, mach da! Oh Gott, bin ich fertig! So müde war ich noch nie. Und ich war schon mal tot. Okay, und die auch? Noch mehr Pech können wir nicht gebrauchen. Weg, du Dummes. Okay, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Jo, mach mal hier Farbe. Perfekt, ja, und jetzt? Alle mal herhören. Ich bin ein Genie. Wer hat's gemacht? Spiegel 45. So, okay. So, Name? So, wie lautet dein Name? Genau, sag uns sofort, ne? Deine Initial. Wie lautet dein Name? Der ist geheim. Nein. Sag sofort wie deinen Namen. Wie lautet dein Name? Der ist geheim. Das finde ich aber voll scheiße. Gehirne! Gehirne! Satt! Okay. Lass die Kiste fallen! Geht nicht! Befehl von ihr! Queen Simbi. Queen Simbi wurde gefangen genommen. Du stehst jetzt unter meinem Befehl. Du bist kein König! Wer ist dein König? Du bist kein König! Ja, das habe ich schon kapiert. Das brauchst du nicht nochmal zu erwähnen. Dieser Zombie war Teil unserer Piratencrew. Er dient Flint. Ja, wie heißt er? Wie heißt er? Meine Freunde wollen, dass ich dich töte. Ich will das nicht. Und du willst das auch nicht. Setz die Kiste ab und lass uns reden. Ich rede nicht mit Köchen. Okay. Hier spricht der Piratenkönig Flint, dein hochnäsiger Befehlshaber, der aus einem nicht nachvollziehbaren Grund ein anderes Mädchen als Jane heiraten will. Sir? Ich befehle dir, Name, Rang, Matrose. Genau, wir brauchen seinen Namen. Name und Rang, Matrose. Elliot, Captain. Hab sie. Okay. Gut gemacht, Bluebelly. Stopp! Haltet euch zurück! Wer hätte das gedacht, Bluebelly? Nicht schlecht. Okay. Den Bildschirm hätte ich auch alleine schwarz gekriegt, aber okay. Okay. Papa Dog.
Du kommst zu spät, mein Liebling. Meine Mutter ist frei. Frei! Alle raus hier! Sofort, los! Diesmal kannst du dich nicht hinter Flint verstecken, Papa Doc. Und vor mir auch nicht. Dieser Kampf muss nicht bis zum Letzten gehen. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Lasst uns tanzen. Okay, ich würde sagen, das ist wieder so eine Tanzveranstaltung, wieder so eine Geschichte wie eben mit dem Kampf und bla bla bla. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne. Liebe Leute, haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45.